Moin Moin und willkommen zurück bei Clash of Clans. Eine traurige Nachricht. Also. Den Krieg, den haben wir. Oh Gott, wer war das denn jetzt schon wieder? Ach, der Cloud. Ja, den Krieg. Wir haben sofort nach der Nacht gemerkt, wir hatten ja später angemeldet. Um 18 Uhr Freitag. Dann ging er Samstag 18 Uhr los. Und heute Morgen haben wir gemerkt. Ja, also die haben außer zwei Sterne überall Sterne geholt, die Gegner. Wussten wir sofort, ja, das lohnt sich nicht, da groß noch anzugreifen. Die haben uns fast zu 100% zerstört. So ein Level 7 Clan, was erwartet man, ne? Level 7 Clan mit 102 Siegen. Da, ja, war nicht viel zu holen. Ja, dann haben wir halt gesagt, ihr müsst nicht angreifen, ihr könnt angreifen, könnt gerne ausprobieren bei Angriffen. Haben manche auch getan. Und wer nicht angegriffen hat, ist also ist vollkommen okay. Kein Gemecker, kein gar nichts. Weil, schaut mal uns an. Überall volle Sterne bis zur 3. Ja, und dann bei uns halt, bei mir wären es eigentlich auch fast 3 gewesen, also. Ja, der Kalypso hatte dann noch mal die 1 probiert. Ich will ich gerade Kriegsereignisse. Nur trotzdem mal gucken, vielleicht gab es ja da doch so ein paar Überraschungen wieder. Belong 1 Stern. Ja. Dann haben die immer angegriffen. Schauen wir doch mal an, was die angemacht hat. Die Jan. Mittlerweile ein Garant für 3 Sterne. Schön die Flugabwehr weggeblitzt. Natürlich mit Drachen. Auch schön, dass sie relativ zügig zur Flugabwehr kommen. Die Klamburg hat sie nicht gelockt. Die ist auch echt weit unten. So, dann sollen die Drachen. Oh, das sind die. Luftfeger macht natürlich immer wieder, ne, Ärger. Da dreht sich aber schon der Viererdrache schön auf die Flugabwehr. Man kann auch sagen, die Drachen fliegen eigentlich echt schön. Recht verteilt, nicht zu weit nach außen. Und da kommt der Fünfer Gegnerdrache. Ist natürlich immer kritisch, aber. Na? Okay, er hat sich um den Viererdrachen glücklicherweise nur gekümmert. Und die anderen beiden machen ihn fertig. So, und dann war das eigentlich noch nur noch eine Frage der Zeit. Die auf jeden Fall. Oh, da oben ist was. Oh Gott. Überall außen noch Sachen, aber ja, wir wissen das Ergebnis ja schon. Puh, ist das eine Armada? Oh Gott, da fliegen die echt ihre Runden. Ist ja abartig. Na ja, gut, das müssen wir uns nicht angucken. 3 Sterne. Alles wunderbar bei ihr. So. Der Eddie hat zurzeit irgendwie eine kleine Formkrise. Schauen wir mal an, was er gemacht hat. Nimmt er mir bestimmt böse. Ja, okay. Was bei dem Gegner auch der Fall war, war fast überall die Luftabwehr war immer also auf Rathaus Max. Also die war immer sehr, sehr, sehr hoch. Hier zum Beispiel auch. Ist hier auf Rathaus Max, obwohl der Rest noch überhaupt nicht so weit ist. Aber die Luftabwehr. Das kann dann bei. Ach Gott, das dauert aber auch immer mit dem Giftzauber. Ach, er hat ja gar nicht mit Dings angegriffen. Ach, stimmt ja. Aber kurz gesagt, kann bei Kriegen echt ausschlaggebend sein. Besonders in diesem Rathausbereich. Hohe Flugabwehr, sehr, 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 sehr wichtig. Aber der Eddie probiert sich an der Go-Vibe-Taktik. Ich habe ja gesagt, irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man sich. Oh Gott! Eddie! Wie viele Mauerbrecher hast du mitgenommen? Wie viele waren denn das? Das mache ich nochmal nachgucken. Das will ich jetzt wissen. Eieieiei. Damit du auf jeden Fall durchkommst, ne? Okay, hat sich gelohnt. Ich kam auch gut durch. Aber alter Schwede. Naja. Ja, das
Das ist natürlich das, was ich immer sage. Der Sprungzauber fehlt. Deswegen hat er wahrscheinlich das mit den Mauerbrechern gemacht. Macht Sinn. Aber bei so einer Base, wenn das Rathaus dann so eingebaut ist, ja, ist schwer. Aber er übt sich dran. Vom Prinzip her ja eigentlich auch alles gut gemacht. Er hat nur Pech, dass die Golems sich oben da verpieseln und die Packers da unten. Und das ist einfach, ja, das ist Pech. Kann er nicht viel machen. Machen wir kurz schneller. Und das ist natürlich noch mehr Pech ist, dass da unten die Tesla stehen. Und das ist natürlich Gift für die Packers. Ich glaube, da hat er es, glaube ich, auch abgebrochen, weil. Oder? Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn die Golems da. Ne, okay, die waren doch kaputt. Aber die Golems, die teilen halt nicht viel aus. Die sind halt zum Einstecken da. Aber jetzt wollte ich nochmal echt nochmal nachgucken. Wo waren das jetzt? Scheiße. Eddie, 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 Eddie. Dein erster Angriff. Ne, es war auf die 10. Wie viele Mauerbrecher waren es? 12. Alles klar. Vielleicht 8 das nächste Mal. Alter, ihr sollt mehr Magier mitnehmen können. Ein paar mehr Magier. Nichtsdestotrotz. War schön. Kann man nichts sagen. Ah ja, was bei dem Gegner noch aufgefallen ist, die haben die Taktik angewendet, die wir in letzter Zeit gemacht hatten, die wir diesen Krieg nicht machen wollten. Und zwar gegenüber zwei Tiefer. Und was kommt dabei raus? Bam! Wir wurden echt zerfetzt. Das ist. Mann. Belong hat eigentlich ein neues Space Design kreiert, wo ich nochmal ein bisschen was verbessert hatte. So doof, wenn der erste vom Gegner angreift. Da ist es nicht schlimm. Ja, guckt euch da an, unten in der Leiste ist natürlich alles auf Max. Riesiger Helden. Aber der macht das aber auch interessant, der Gegner. Baller. Weiß ich nicht mal, was es ausmachen kann. Wenn man einen Rathaus tief angreift mit starken Truppen. Das ist echt übel. Passiert ja normalerweise mir immer, dass der erste mich angreift. Ich hatte das auf den dritten abgesehen von uns. Diesmal war es Belong. An sich ist die Base nämlich, finde ich, echt schön. Hat ihm da nochmal zwei, drei Tipps gegeben. Aber da kann die Base jetzt auch nichts für. Das ist nicht seine Schuld. Keineswegs Belong, ne? Ja, die Helden. Links am Gange, rechts die Magier. Machen wir mal ein bisschen schneller. Wie gesagt, Belong macht dir da keinen Kopf. Ne? Ist doch klar, wenn der erste Rathaus 10er ist mit Max-Truppen und einen angreift als Rathaus 9er, haben wir verloren. Und ich finde, dafür, dass es Max-Truppen waren, ist am Ende echt nicht mehr viel übrig. Das ist ein Packer, die Helden und ein Golem. Da sind wir doch nicht viel übrig. Denken wir drüber nach. Ach, irgendwie ist gerade der Wurm drin bei uns. Die letzten Kriege. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal eine Woche Kriegspause machen sollten. Ich glaube, manche würden dann jetzt rumschreien. Nein, bloß nicht. Schauen wir mal, ob wir heute Abend anmelden. Könnt ihr mal reinschreiben, ob wir mal einfach eine Woche Kriegspause machen wollen. Jeder in Ruhe farmen kann und so weiter. Wäre schön, eure Meinung zu wissen. Vielleicht mache ich auch eine Twitter-Umfrage dafür. Geht ja auch mittlerweile. Finde ich genial. Ja. Ansonsten wüsste ich gerade nicht viel. Habe nämlich selber das Wochenende nicht viel Zeit gehabt zu kämpfen. Außer meine Angriffe zu machen. Wo ich glücklicherweise die 4 vom Gegner gekillt habe. Nee, das ist Mandy. Aber ja, aber ich bin da immer noch der großen Hoffnung, dass ich jetzt demnächst wieder mehr angreifen kann. Privat kam ich halt nicht dazu, dass ich dann auch mehr zeigen kann, weil. Genau. Frage. Was hättet ihr gerne mal? Oh, was mache ich denn da, Alter? So. Einen
Only Lakaiangriff. Only Schweinereiter. Only Valkyre. Golem machen wir kompletter Humbug. Und Hexe hatte ich ja schon. Und Lava-Hunde bringt auch nichts. Also. Lakai, Schweinereiter, Valkyren. Womit soll ich mal einen vollen Angriff machen? Schreibt es in die Kommentare. Habt echt Bock zu. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen da. Und wenn ihr noch nicht in Clash of Clans in einem Clan seid, kommt zu uns. Ihr seid herzlich willkommen. Und dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.